Nein. Hast du angerufen? Hä? Hast du angerufen? Am Notruf 112. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Highlights von der Autobahn, wobei ich die Staffel bzw. diese Reihe umbenannt habe. Ich nenne sie nicht mehr Highlights von der Autobahn, sondern Highlights von der Straße, weil auch Clips von euch eingesendet werden, die nicht direkt auf der Autobahn stattfinden. Ich möchte euch auch in dieser Folge jetzt nicht viel vorweg erzählen und lange reden, sondern das mache ich am Ende des Videos. Dort teile ich euch nochmal mit, wie ihr mir Clips einsenden könnt, wer der Gewinner oder die Gewinnerin dieser Dashcam ist, von dem Gewinnspiel aus der letzten Folge. Und dann werde ich noch ein bisschen was zu den ein oder anderen Clip sagen, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Seid gespannt, es sind tolle Videos von euch eingesendet worden. Dafür vielen Dank, dass ihr dieses Programm so gut unterstützt und mir eure Clips einsendet. Es sind ja erschreckende Sachen dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe mir Mühe gegeben beim Schnitt. Das hier ist Arm in die Wand. Ich werde da noch ein bisschen was verändern. Seid gespannt. Wir sehen uns am Ende dieser Folge wieder. Und da werde ich noch ein bisschen was zu erzählen haben. Viel Spaß. Hast du nicht mehr jetzt am Zaun oder was? Du spinnst so oder was? Hast du eine Meise? Thank you.
machen die da vorne, ey? Mein Gott. Habt ihr das gesehen? Springen sie mal die ganze Autobahn in die Luft, die Jungs. Ja, ich will mal dieses blaue Ungetüm da von der Autobahn holen, ich meine von der Fahrbahn holen. Was geht bei dir ab da vorne? Ach du Scheiße, was ist mit dem los? Das gerade richtig. Fährt der hier mit dem Versicherungskennzeichen hier auf der Autobahn? Можно. Эллой, ты, Лой, ты, блядь. Вы что делаете? Стой, блядь. Тут горят, блядь, ебаный в рот, нахуй. Шайс Андрей, блядь. Пиздец, блядь. Ёб твою мать, блядь. Алтай, я хаб град рихтиг херцразен. Ja, was weißt du, was ich habe, Blech? Puls 180. Ты горит, Борис, трактор загорелся соломой, бля, вот они. Катастрофа, ей. Ich weiß nicht. Ich muss warten, bis Polizei kommt oder was? Oder vorher, смотри, блядь, все. Wir haben aber Glück gehabt, dass das hier nicht brennt. Boah, blöd. Wir haben Glück gehabt. Guck mal nach da hinten. Wir haben Glück gehabt, dass wir nicht da sind. Blöd, das brennt ja alles. А где трактор? Вон он, блядь. Ебаный в рот. Ich hoffe, wir verbrennen gleich nicht hier, ey. Ich hasse noch Wald, sag ich nicht. Jop, твою мать. Ich hab grad richtig Schiss in der Buchse. Ладно, тут доская, но мы не сгорим. Но trotzdem, это... Ах, ты шайса. Ты мой фильм, а мой пульс. Да-да, я глав тебе. Warum fährt ihr denn noch weiter? Ist irgendwie geistig behindert. Это ты besser... Они все горят, die brennen alle. Там два трактора горят, бля. Твою мать! Ich glaube, das behalte ich mein ganzes Leben. Da hinten brennt auch. Ja. Ja, Mann. Ich will noch lieber zu dir gehen, oder? Sascha, ja. Willst du gehen? Ah, bist du da? Hm? Ich will mal Hallo sagen. Hallo, weißt du, die sind jetzt gestresst. Ich will mal kurz Pipi machen. Nein, nein, nein. Vorher gekommen. Er kommt noch ein Auto. Wo? Ich bin da hinten. Und da muss Feuerwehr, ne? Nein, ich weiß nicht. Komm her, die Sascha. Ja, ja, ich sehe, ich sehe. Da. Da, da. Da, wo, QW.
Блять, там стреляет что-то. Он орёт, он стоит. Ганцы хой, блядь, все, а пиздец. Азо, Руслан! Руслан! Аслан Герофен! Аслан Герофен! Аслан Герофен! Аслан Герофен! So Leute, das war die Folge Highlights von der Straße. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da ist der ein oder andere Clip dabei, wo ich sage, gut, so. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich hatte dann nochmal gefragt, bevor wir anfangen, ihr wollt wissen, wer hat diese Dashcam gewonnen? Das ist eine Gewinnerin und die Gewinnerin heißt, ich habe mir das hier extra aufgemacht. So, die Gewinnerin, Miss G-Jane. Nee, GJR, Miss GJR, Hashtag Dashcam, weil man auch mit dem Auto beruflich unterwegs sein kann. Diese Dame hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch meinerseits. Bitte melde dich bei mir. Ich habe das jetzt auch getwittert. Und aber auf dem Samstag, also einen Tag vorher schon, wie ich es versprochen habe. Also mir unbedingt auf Twitter oder Instagram folgen. Da seid ihr immer auf dem Laufenden. Die Links zu den beiden Social-Media-Kanälen, also Instagram und Twitter, haue ich euch unten in die Videobeschreibung. Auch wenn euch diese Dashcam interessiert, sie ist dort unten auch nochmal verlinkt, könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Wenn ihr nicht gewonnen habt, es tut mir leid, ich werde aber versuchen, demnächst mehr Gewinnspiele zu organisieren. Wie mache ich das? Es gibt dann Firmen, die schreiben mich an, so wie diese hier, und sagt, halte meine Kamera, erzähl mal kurz was dafür, das ist dann quasi eine Werbung, ja. Aber ich sage dann in Zukunft auch, schickt mir bitte ein, zwei Produkte mehr, damit ich die verlosen kann an euch, ja. Damit diese Werbung nicht nur einseitig sind. Ich habe schon eine Dashcam, ich brauchte keine zweite. Jetzt habe ich hier eine, die packe ich in mein Auto, das ist ja ausgepackt, ja, das ist hinten und vorne. Und, also die nimmt halt zwei Seiten auf. Und ich habe eine eingepackte mir zusenden lassen und die sende ich dann an euch, beziehungsweise jetzt an die Gewinnerin. Ich freue mich für dich, melde dich bitte bei mir. Entweder bei Twitter, das wäre am coolsten, Twitter Direktnachricht oder Instagram. Da fällt es schwer, weil ich da sehr viele Einsendungen bekomme. Wenn du kein Twitter hast, versuch's über Instagram, ja. Weil hier überdings geht ja nicht mehr. Oder du schreibst dann meine Geschäfts-E-Mail-Adresse, das geht natürlich auch. Ich brauche deine Adresse, sonst kann ich dir ja leider nicht zusenden. So, dann hatte ich nochmal gefragt, Treckern mit den Heuballen, das sah ja schon krass aus. Vielen Dank dafür, Leon, dass du mir das eingesendet hast. Ich habe den Leon nochmal angeschrieben, ich habe den Leon gefragt, kannst du mir noch ein bisschen was dazu erzählen, was da eigentlich passiert ist? Und er schrieb einfach nur, hallo GTD, es ist so passiert, es war an einem Samstag und ich und mein Onkel waren auf der Landstraße unterwegs. Es war 20 vor 1, also 0.38 Uhr und es kam plötzlich, kamen die uns entgegen. Ich weiß nicht, wie der Brand ausgelöst wurde, etc. Könnte ein Kabelbruch gewesen sein, der zweite Trecker ist komplett abgebrannt und der eine konnte noch alles abladen. Die Feuerwehr kam so 35 Minuten später. 35 Minuten? So lange? Ja, die müssen die 15 Minuten doch später am Einsatzort sein, oder? Naja, und löschten alles. Aufräumarbeiten dauerten bis 3 Uhr morgens und ach, um 3 Uhr morgens konntet ihr erst eure Tour fortsetzen. Ja, super. Also die haben dann um 3 Uhr, es ist keinem was passiert, ich wollte euch nur diese Randinformation geben, weil ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Klar, passiert wahrscheinlich wegen der Hitze etc. So, wenn ihr mir einen Clip, also vielen Dank an alle, die was eingesendet haben. Ich habe noch mehr. Es kommt mindestens jetzt immer einmal im Monat, wenn Clips von euch genug da sind oder wenn ich eigene gesammelt habe, immer eine Folge Highlights von der Autobahn. Deswegen meine Bitte, abonnieren nicht vergessen. Dann werdet ihr benachrichtigt. Wie ihr mir Clips zusenden könnt, das steht unten in der Videobeschreibung. Einfach aufmachen. Dort habe ich es auch verlinkt. Ein bisschen runterscrollen. Erst kommt die Dashcam, dann mein Instagram- und Twitter-Account und danach steht der Link zu WeTransfer.com und meine Geschäfts-E-Mail-Adresse. Dort bitte aber nur eure Clips einsenden, mehr nicht, wenn ihr welche habt. Und dann werde ich mir die anschauen und mit etwas Glück bist du dann in der nächsten Folge dabei. So, ich schlage dir jetzt hier hier oben ein kleines Videochen vor. Da kannst du ja weiter auf meinem Kanal noch ein bisschen gucken oder hier so abonnieren. Ja. Kostet nichts, supportet mich, wäre mega cool. So, Armin und ich sagen Tschüss, Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Folge. Ihr liked die Folge und teilt sie vielleicht mit euren Freunden, das wäre richtig cool. Ich bedanke mich und wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns Sonntag beim Gaming-Stream bei Twitch. Ach, wir haben ja Sonntag.
Ja, dann muss ich um 19 Uhr twitchen. Gehabt euch wohl, euer Kai. Macht's gut. Tschüss.